Ja, okay, alles klar. Herzlich willkommen zu dem Reverse Engineering Vortrag vom Pinkie Pie. Pinkie Pie ist dieses tolle Buspanel, was ihr vielleicht schon mal gesehen habt oder auch nicht. Und ich erkläre euch einfach mal, was ich da alles angestellt habe, was für böse Tricks, um das Ding zu reverse engineeren, damit wir das auch betreiben können. Ja, 15 Minuten ist meine Zielvorgabe, dann geht's mal los. Ach ja, was würdet ihr als erstes tun, wenn ihr so ein Buspanel habt? So, irgendwie großes LCD, wisst nicht, was es tut. Was macht ihr zuerst? Oh, ich sollte mein Screensaver ausmachen. Jetzt hängt da super. Ja, was macht ihr zuerst, wenn ihr irgendein neues Spielzeug habt? Ne? Man macht es an. Nein. Vorher. Auseinandernehmen. Auspacken. Nee. Auf jeden Fall. Also nach dem Auspacken vor dem Anschalten, was macht man? Anleitung lesen. Niemals Strom anschließen. Nein. Keine Dokumentation. Kommt keiner drauf. Fotos davon. Googeln. Leute, wenn ihr ein neues Spielzeug bekommt, was macht man zuerst? Spielen. Nein. Aufschrauben. Ganz genau, Blabber, aufschrauben. Genau das habe ich getan. Ich habe erst mal geguckt, was das Ding so eigentlich drin hat. Ja, was machen die da für komisches Zeug? Und naja, da war halt irgendwie so mal gar nicht viel drin. Ach ja, wenn jemand einen Laserpointer hat, ich habe den vergessen, wäre super, wenn ihr einen auftreiben könntet. Wenn nicht, ist auch nicht schlimm. Dann zeige ich halt mit den Fingern oder mit dem Stab oder... Ich hab hier sowas, ist super. Ja, okay, also das ist so ein Buspanel, irgendwie so 1,50 Meter breit oder so. Also, ja, 1,50 Meter nicht, aber 1,20 Meter. Ich habe übrigens heute auch erfahren, das ist nicht das Panel von einem Bus, das vorne hängt, sondern das hängt an der Seite. Weil das Panel vorne ist wirklich 2 Meter breit. Muss ich mal gucken, ob ich da irgendwo so eins organisiert bekomme. Ja, ich halt aufgeschraubt und mal gucken, was da drin. Ja, so gut. Irgendwie große CCFL-Röhren für die Beleuchtung da oben hier. Ja, wobei ich fange erstmal anders an. Also gibt es halt irgendwie so 4 von diesen komischen Pömpels da, die da rumhängen. War der Einspruch? Okay, er rettet mich gerade, egal. Ja, gibt es halt irgendwie so 4 von diesen komischen Multiplexern an Bord, so nenne ich die mal, weil da steht irgendwie Mio-Mux drauf, was auch immer das sein soll, wird von AEG gebaut. Ja, 4 Stück, weil es sind irgendwie so 4 Panels nebeneinander. Mit 38x16 Pixeln. Dann haben sie irgendwie so ein lustiges Mainboard da verbaut. Mit irgendwas, was aussieht wie so eine serielle Schnittstelle. Da komme ich aber gleich nochmal drauf. Und irgendwie eine überfette hier so Hintergrundbeleuchtung mit ja, Hochspannung, Lebensgefahr, will man nicht ranfassen. Gut, dann war es das mit dem Aufschrauben, Glotzen und dann erstmal überlegen. Ja. Keine Ahnung, was das Ding kann. Ja. Netz spuckt nichts aus. Selbst diese Multiplexer-Boards, die von AEG gebaut werden, keine Informationen mehr zu finden. Der Hersteller hat nur irgendwie bla bla. Und das Einzige, was ich noch wusste, weil mein Bruder hat das angeschleppt und sagte, es spricht Ibis. Und ich so, Ibis? What? Nee, Ibis ist kein Hotel, ja, sondern Ibis ist das integrierte Bordinformationssystem. So, ich erstmal Google, ja. Wikipedia sagt ja irgendwie sowas von, ja, du kannst damit das Ding in den Bus reinpacken und in der Straßenbahn und dann halt irgendwie so Informationen austauschen. So, ja, Tür auf, Tür zu, wie viele Leute sind eingestiegen, wie viele Leute sind rausgestiegen. Ist es hell draußen, ist es dunkel draußen, wie ist, also gibt es ja diese Entwerter da, ja, wo bin ich an welcher Station, sowas kann das halt. Aber es kann halt nicht irgendwie so Grafiken oder Animationen übertragen, kann es nicht. So. Ja, also sprich, keine direkte Anstellung vom Panel. Ja, also, ne? Ibis ist nicht, also selber machen. Ja, überlegen, so, Mainboard komplett ersetzen, was die da hatten, ja. Überlegt, ja, ja, hat einen Vorteil, man hat mehr Platz, aber irgendwie so muss ich Versorgungsspannung generieren fürs Display, das ist irgendwie doof, ja, weil das Ding hat irgendwie 6 Volt und 12 Volt und wahrscheinlich auch noch minus 15 oder sonst irgendeinen Scheiß, habe ich mir gedacht, ne, kann's knicken. Gut, dann ED2. Ja, Mainboards drin lassen und das Ding so high-checken, dass im Prinzip das Mainboard, was drin ist, nur die Versorgungsspannung generiert und die Datenlogik mache ich selber. Ja. Ja, sounds like a hack. Sounds legit. Ah, die nutzen für die Datenverbindung vom Mainboard diese sogenannten Micromatch-Verbinder. Das ist ziemlich ekelhaft, weil ist irgendwie so, ja, eklig, unüblich, aber es nutzt normales Flachbandkabel. Ja, dann hat irgendwie DAFO und Drahti haben dann irgendwie so ein, ne, so ein Flachbandpömpel da aufgetrieben, den haben wir rangesteckt und halt mal im Ostsee gemessen, was da eigentlich auf den Datenpins da rumnudelt.
ja, irgendwie 5 Minuten später so. Ah, okay, leck. Ja, irgendwie dann später 5 Minuten gewusst, okay, da ist irgendwie Versorgungsspannung drauf und da gehen irgendwie Daten ab. Also, wie debuggt man das Ding am besten? Ich habe mir überlegt, ja, so Micromatch-Verbinder, da kommst du schlecht im OSCI-Pömpel rein, da kannst du auch kein Logic-Analyzer dranhängen. Also, ätzen! Gut. So ein lustiges High-Check-Board da gebaut. Also irgendwie, ja, kommt es vom Mainboard, geht auf diese Stiftleiste und von der Stiftleiste wieder zurück. Das heißt, wenn ich einfach das Ding so betreiben will, wie es gedacht war, nehme ich mir einfach Jumper-Wires und connecte halt von hier nach und so weiter. You get the point. Ja, das heißt, damit kann ich halt im Prinzip Display dran lassen, Logic Analyzer dran düdeln und halt gucken, was da auf der Kiste abgeht. Dann habe ich von T-Punkt so einen lustigen Logic Sniffer bekommen, der nennt sich Open Logic Sniffer, glaube ich. Hieß so, ne? Irgendwie so. Irgendwas mit Open und Logic und Sniffer. Okay, gut, alles klar. Ich so dran, alles klar, Euphorie. Ja, jetzt können wir mal hier, ne, erste Mal Reverse Engineeren. Ja, okay, 24k Samples kann das Ding. Was heißt das eigentlich? Gut, das heißt, dass der Logic Sniffer in der Lage ist, 24.000 Samples zu recorden. Also ein Sample ist im Prinzip so ein Pegel Change. Pro Sekunde? Nee, insgesamt. Das ist das Problem. Weil wenn du da Megahertz auf beim Megahertz samplest, dann hast du eine Aufnahmedauer von 0,024 Sekunden. Nee, not helping. Ganz knicken. Weil so eine, die kommt, also ich habe mal geguckt im OSCI halt, wie lange so eine Kommunikation dauert, und der braucht halt für die Init-Sequenz, also das Display hat so eine Boot-Up-Geschichte, braucht er schon so irgendwie fast eine Minute, bis er da durch ist. Und das wollte ich halt alles irgendwie mal in einem Dump haben, wo ich dann sehen kann, aha, okay, da passiert ein das und das. Gut, also irgendwie, der hat dann noch Else gemeint, der hat dann noch so einen lustigen Nachbau von Saleh Logic, was es irgendwie bei China für Betrag X gibt, also Schleichwerbung, günstig. Wer es wissen will, nach dem Vortrag mal ansprechen. Und ja, der kann halt irgendwie bei 20 MHz mal so 416 Sekunden. Und dann habe ich mir gedacht, alles klar, now we are talking, Jungs. Gut. Dann ich halt, ne, so Logic Sniffer an Buspanel, mal angeschalten, aufgenommen, und dann ging es halt los mit Man Staring at Bits. Und ich zeige euch einfach mal, wie so eine Geschichte aussieht. Jetzt muss ich mal gucken, wie ich das Window darüber kriege. Ich glaube, das war... Hier. Genau. Ja, und dann hast du halt irgendwie so einen lustigen Dump da, der halt irgendwie, also das Original-Capture, das waren irgendwie 20 Sekunden, ich habe gerade gelogen mit der Minute, also war halt wesentlich weniger, und dann kriegst du halt irgendwie so lustige Daten. Und ich das erste Mal Logic Sniffer, keine Ahnung, ja, toll, irgendwie Bits und sonst irgendwas. Wo war ich stehen geblieben? Wo ist mein Presentation-Window? Da ist mein Presentation-Window. Gut, alles klar. Ich habe halt da mal so ein bisschen rumgeguckt bei dem Ganzen und mir halt mal überlegt, was es sein könnte. Und das da oben sieht halt irgendwie wie so ein Refresh-Signal aus. Das ändert sich nicht. Das ist immer periodisch. Und dann gibt es halt hier so lustige Blöcke. Ich scroll mal raus. Also das war halt irgendwie, das wusste ich halt von der Zeit her, das war halt irgendwie dieses Clearen von dem Screen, und das war halt irgendwie dieser Initialtext, der da erscheint. Und ich, alles klar, gut, scroll ich mal rein, gucke ich mal, was sie da so tut. Und naja, ich weiß nicht, ob jemand von euch schon mal was damit gemacht hat, aber ich glaube nicht, wenn jemand das erste Mal Logic Analyzing macht, dass er da irgendwas draus lesen kann. Ja, also erstmal hingehockt, überlegt, was passiert da eigentlich. Und ja, im Prinzip waren es halt 5 Pins, die... die halt im Prinzip da relevant waren, wo Daten abgegangen sind. Das waren halt Pin 5 bis 9. Das fand ich sehr angenehm, weil die nebeneinander liegen, kann man sich leicht merken. Und ja, ich halt mal so überlegt, ja, ich sehe da nichts raus. Das war so mein erster Gedanke. Gut, dann haben wir uns halt überlegt, okay, wir haben da so einen tollen Raspberry Pi, der halt morgen geliefert wurde. Das war halt irgendwie vor 2 Wochen oder 3. Ich habe mir gedacht, alles klar, ich habe so einen Raspberry Pi, der hat General Purpose IOs. Da kann man doch irgendwas mit Python mal tun. Und die haben lustigerweise so eine Python-Library für GPIO. Und ich so, alles klar, cool, kann man ja mal Daten auf den Bus schieben, gucken, was passiert. Ja, dann saß ich da irgendwie mit Survivor und Penny Lane irgendwie einen Abend lang, und es ist zwar irgendwas passiert, aber irgendwie nichts Brauchbares. Irgendwie das Display hat laufend komische Sachen gemacht und ja, not helping, ja. Also zurück ans Senkbrett.
Und ja, der Raspberry Pi hat nur irgendwie 3,3 Volt Pegel. Das Panel aber 5. Und ich bin gedacht, ja, gut, vielleicht sind die Pegel zu niedrig, dass dann nur Scheiße passiert. Oder aber das Ganze ist timing-kritisch. Also ich habe schon versucht, auch diesen Logic-Dump, den ich ja gemacht habe, irgendwie im Raspberry Pi und Python wieder abzuspielen. Das ging halt nicht. Jo, also, Logic-Pegel zu gering, timing-kritisch und deswegen erstmal irgendwie versuchen, die Daten irgendwie sauber zu replayen. Also das, was ich mit Logic-Analyzer vorhin aufgenommen habe, wieder halt abzuspielen. Dann habe ich nur mal die Ads-Ecke bemüht, habe mir so einen lustigen Logic-Level-Shifter gebaut von 3,3 auf... Warum sagt mir eigentlich keiner das? Ja. Okay. Ja, gut. Das war dann wohl da. Ah ja, genau. Das ist der Level-Shifter, den ich da mal eben geätzt habe. Irgendwie kann 8 Kanäle von 3,3 auf 5 Volt Pegel hochziehen. Links ist Output, rechts links ist Input, rechts ist Output, oben ist Ground und 5 Volt. Und ja, Ganze dran, Raspberry Pi immer noch scheiße, Display. Also ich habe es nicht hinbekommen, diesen fucking Dump zu replayen. Da kam nur Scheiße auf dem Display. Jo. Dann bin ich hingegangen und habe gesagt, alles klar, vielleicht liegt es ja an Timings. Deswegen, alles klar, 10 Compiler raus, C geschrieben. Was denn? Wenn du etwas zu sagen hast, dann sag es laut, weil wenn du so machst, bringt es keinem was. Gut, okay, alles klar. Ich so, gut, bauen wir halt das Ganze mal in C, mal gucken, was passiert. Jo, wurde versucht mit Level Shifter und hey, es funktioniert. Und ich so, gut, was auch immer das war. Also, ne, wir können den Dump replayen. Dann habe ich Folgendes gemacht, ich habe diesen lustigen Dump, den ihr hier seht, also das da, kann ich hier als CSV exportieren, das Ganze. Hab dann halt irgendwie vorne Sample-Nummer drinstehen und die Logic-Level-Changes. So, wieder zurück. Gut, dann habe ich halt mal angefangen, in diesem Dump so ein bisschen Bits zu setzen und zu löschen, gucken, was passiert. Und plötzlich, oh, ich kann Pixel setzen. Und habe dann festgestellt, so beim Rumspielen, ja, das Timing ist komplett egal. Das Display ist total schmerzfrei. Und habe dann dadurch, durch das Pixel-Setzen, einfach rausgefunden, was halt dieser Block hier macht. So. Und zwar ist es total easy, die machen hier quasi so einen Takt, das war irgendwie Pin 7, also nicht das Ganze, was oben stand, sondern halt irgendwie so weiter unten, in dem Logic Laser Display, irgendwie so Pin 7 war das, und die schicken halt irgendwie so Pegel, und alles, was bei fallender Flanke hier anliegt, wird übernommen. Also sprich, das wäre eine 1, das wäre eine 1, das wäre eine 1, und das wäre eine 0. Also das wäre eine 0. So. Und das Ganze sah dann im CSV-Dump halt irgendwann so aus. Da habe ich halt dann irgendwie noch das Zeug in die Spalte dokumentiert und wie ihr schon seht, das ist irgendwie gruselig, weil irgendwie das erste ist dann Zeit 2, dann 4, dann 6, dann 8, dann 16, 14, 12, 10. Da habe ich mir gedacht, ey, was zum Fick? Und so ging es halt weiter. Da habe ich mir überlegt, alle 2432 Pixel in CSV zusammensetzen, nee. Ich programmiere mal das, was ich schon weiß, halt um, ja. Ja. Gut, also nochmal hingegangen, nochmal Python rausgeholt, nochmal angefangen zu programmieren. Irgendwie 2 Stunden später geht nicht. Ich sage, was? Ich habe es doch genauso implementiert und dann kritisch auch, ist auch egal. Und dann dachte ich mir so, ey, was geht denn hier? Ja, debugged, kein Fehler gefunden, Logic Analyzer ran. So, und dann, hä? Okay, Ende vom Lied war, die scheiß Python Library ist buggy. Die macht einfach irgendwas. Aber nicht das, was ich will. Gut, also Python weggeworfen, C raus und siehe da, es geht auch ohne Level Shifter. Gut, dann habe ich mir ein bisschen genauer diesen blöden Dump angeguckt und mal geguckt, was sie da tun. Und das ist dann halt jetzt hier Pin 7, 8, 9. Bei Pin 7 ist halt wieder dieses Taktsignal und bei Pin 9 sind im Prinzip die Daten, da habe ich ja schon erfolgreich rumgespielt gehabt. Und Pin 8 sah irgendwie so aus, als ob man das irgendwie bei so einem Byte-Block irgendwie auf High setzen muss, dann kann man seine Daten darüber nudeln und dann am Ende des Blocks wieder auf Low. Also hier nochmal genauer, so 38 Bits und dann kommt irgendwas, keine Ahnung, was das ist. So, und dann habe ich mal gerechnet und überlegt, warte mal, wenn die da 38 Bits schicken und dann teile ich einfach die Anzahl der Pixel durch die 38 Bit. Und plötzlich kam ich auf 32, denn 32 kennen wir ja alle. Wegen so eine 2er Potenz. 2,5. Genau so ist es. So, und dann habe ich mir den
mal wieder rausgezoomt, Logic Analyzer, und habe dann festgestellt, okay, die schicken genau 32 Blöcke. Aha. Also 32 mal 38 ist die Hälfte von diesem Display. Und habe dann mir das Ganze noch genauer geguckt und habe dann festgestellt, ah, I see what you did there. Alles klar, wieder zurück in C, das Ganze nachprogrammiert, und habe es dann geschafft, ein Halbzeilenbild, also sprich jede zweite Zeile, irgendwie erfolgreich anzusteuern. So. Gut. Dann habe ich mir natürlich gefragt, was ist jetzt mit dem zweiten Halbbild? Dann habe ich mir den Dump nochmal angeguckt, was dann danach passiert, und dann kam irgendwie so Bullshit raus. Also das war hier oben, ne, schön gerade Zeilen, ne, die setzen das auf High, dann wird er genudelt, dann auf Load, und dann wieder der nächste Block. Das ging immer so weiter, halt 32 Mal. Und dann gucke ich mir das bei den ungeraden Zeilen an und denke so, Kinder, was ist das hier? Also, denke ich mir, was zum Geier. Gut, habe ich irgendwie versucht rauszufinden, was es ist. Nachbauen ist nicht, weil das ist irgendwie so komplett willkürlich teilweise. Und ja, bin dann aus irgendwelchen unerfindlichen Gründen, ja, nee, erstmal zurück zum Denker. Genau, ja, was zum Geier tun die da? Denk, überleg, grübel, Kaufzeitbericht, Snickers, Mate. 2 Stunden später. Nochmal Logic Analyzer rausgekramt, ohne Panel gemacht und denk so, Moment mal, wenn ich das Mainboard von denen ohne Panel betreibe, sind auf Pin 8 ganz andere Daten. Ja, sag ich mir so, was zum Fick, ja, und aus irgendwelchen Gründen, ich weiß nicht mehr genau, warum bin ich auf die Idee gekommen, ich lasse den Pin einfach mal weg. Jo, dann habe ich geguckt, was so der Logic Analyzer sagt, und er sagt mir halt irgendwie so, Pin 8, das Mainboard schickt irgendwas und das Panel schickt irgendwas auf demselben Pin. Dann dachte ich mir so, irgendwas ist da komisch. Ja, und wieder zusammengebaut und Pin 8 vergessen, und was passiert? Das Panel geht trotzdem noch. Und ich so, okay, alles klar, da kommen irgendwie Logic-Daten auf Pin 8, und die werden offensichtlich nicht benötigt. Da habe ich gesagt, okay, alles klar, wenn die nicht benötigt werden, aus irgendwelchen Gründen, dann kann ich die im Dump auch ignorieren. Und dann plötzlich wurde es klar, was da passiert. Nämlich habe ich mir dann diese Pausen nochmal angeguckt nach jedem Block und habe dann festgestellt, okay, alles klar, bei geraden Zeilen ist da ein Pömpel mehr als da. Ja, und das war der ganze Trick im Prinzip bei der ganzen Geschichte. Dieser Pin 8, den hätte ich eigentlich von Anfang an ignorieren können. Ich habe ihn halt nur mit reingenommen, weil da halt irgendwas drauf rumgeflogen ist. Gut, ich also total euphorisch, das war irgendwie, da hat Mike mit Luthoma da oben gepennt, also aufgetrennten Betten, nicht zusammen. Und ich so, hack, 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 und ausprobiert, und es läuft, und ich so, tschakka, ihr Wichser. Alles klar. So, Conclusion von der ganzen Geschichte war, also es war eine scheiß Arbeit, es waren irgendwie, ich weiß nicht, wie viele Stunden ich dran gehockt habe. Ich hoffe mal, ihr habt da irgendwie so ein bisschen was zumindest mitbekommen, was ich da getrieben habe. Es waren nur 4 fucking Pins. Und ich möchte ja nicht die Laune verderben, aber wenn es mehr Pins sind, könnte es eklig werden. Ja, halt irgendwie auch ständig Programmiersprachen geswitcht. Also Tipp, wenn ihr sowas machen wollt, in irgendeiner Art und Weise, irgendwelche GPIOs ansteuern, guckt mit dem Logic Analyzer drauf, ob genau das rauskommt, was auch da rausfallen soll. Weil wenn da irgendwas buggy ist, und ihr es nicht anguckt mit dem Logic Analyzer, werdet ihr nie rausfinden, dass da vielleicht mit eurem Code was nicht stimmt oder die Hardware kaputt ist. Was halt bei mir so der Fall war. Oder die Library kaputt ist. Ja, Aussicht von diesem komischen, lustigen Buspanel ist, also im Moment läuft es über einen Raspberry Pi, der halt auch komplett die Display-Ansteuerung übernimmt. Das Problem ist, dieses Signal, dieses, was ihr ganz oben gesehen habt, dieses irgendwie periodische, das ist alle 4 Millisekunden ungefähr. Wenn das nicht eingehalten wird, dann verblassen die Pixel so ein bisschen. Macht man es zu schnell, dann überblenden die komisch. Deswegen habe ich mir überlegt, ich baue in C einfach einen Zähler ein, der halt die Nanosekunden zählt und halt dadurch Rechenzeit verbläst, aber ein relativ genaues Timing hinbekommt. Das Problem an der Geschichte ist, dass halt der Raspberry Pi nur durch diesen Bildschirm-Refresh schon mal mit 50% ausgelastet ist. Einfach weil ich halt irgendwie in der Schleife warte, bis halt Zeitpunkt X überschritten ist. Deshalb werde ich da irgendwie hingehen und das Ganze neu in einen Atmel gießen, wo ich dann auch einen Interrupt habe und den Raspberry Pi quasi von der rechten Zeit frei bekomme. Also Hannes hat da irgendwie gemeint, von Entropia, da kann man irgendwas machen mit irgendwie Soft Interrupts, aber da habe ich mir gedacht, ja, warum? Ja, es wäre doch cool, wenn ich das Ganze auf den Atmel einfach schieben kann. Ja? Raspberry Pi hat ja keine Timer-Interrupts. Ich meine, das müsste doch gehen. Das ist ja genau das, was du auf dem Arsch Mega auch machen würdest.
ja, dadurch, dass ein Linux läuft, ist es wohl nicht so ganz trivial. Also Hannes hat irgendwie gemeint, das geht zwar irgendwie und Software-Interrupts, aber Hardware nicht so ganz und doch nicht. Und da habe ich mir gedacht, ja komm, ich mach's schnell im Admin, da kenne ich mich mehr aus. Ja, jetzt weiß ich ja, wie das Protokoll funktioniert. Ja, dann hast du natürlich das Problem, also auf diesem Raspberry Pi, mein Wunsch ist es, dass da Plugins laufen können irgendwann. Das heißt, jeder kann da irgendwie ein Plugin schreiben, kann auf dem Panel lustige Dinge anzeigen, Pac-Man, was irgendwie Zahlen wegfrisst, Busfahrpläne, was auch immer. Ja genau, die erste Version von diesem Teil ist halt irgendwie dieses Aufbauskript, dieses Aufbauprogramm in C, was halt immer refresht und ich schiebe dem Stand jetzt per PHP über Shared Memory die Bildschirmdaten rein. Das klappt ziemlich cool, brauchst du irgendwie nicht, also geht auch in Python, ja. Wenn Python Shared Memory kann, kannst du auch in Python machen, auf jeden Fall. Ach, der Facepalm gar nicht wegen mir, oder was? Ah ja, aha, genau, ist klar. Ja. Genau, also ich nutze halt irgendwie System 5 Shared Memory, puste die Bildschirmdaten da rein und ab dafür. Und das soll halt in Such und Admin übernehmen, dann kann man auch die komplette Performance, was bei Raspberry Pi, die kompletten 700 MHz oder was das Ding hat, auch dann für Skripte nutzen, die halt irgendwie lustige Animationen packen. Ja. Was gibt noch zu sagen? Es gibt da noch so eine lustige Flipdot-Anzeige, die hat vielleicht jemand schon mal gesehen, die haben wir auch schon so halb reverse-engineert, aber die will ja auch noch irgendwie angesprochen werden. Dass dann so was irgendwie, ja, in Zukunft ansteht. Ja, ich habe da noch so ein bisschen Lesematerial, das seht ihr dann, ich lade die Slides dann ins Wiki hoch, könnt ihr euch ein bisschen durchklicken, da, was man wunderbar schön sieht an dem Wiki ist, wenn man mal auf die Versionshistorie geht, was da eigentlich so für Misstümer im Laufe der Zeit vom Reverse Engineering entstanden sind und die dann am Ende wieder rausgebügelt wurden. Ja, das C-Skript und das PHP-Skript liegt da auf GitHub, das kann ich ja dann nochmal, schmeiße ich dann ins Wiki und dann könnt ihr das lesen. So, doch keine 15 Minuten. Fragen. Keine Fragen. War es euch zu schnell? War es euch zu langsam? Zu detailliert? Zu ungenau? Genau richtig. Ich hätte noch so ein Reverse Engineering Projekt für dich. Guck mal zu deiner Rechten. Spricht das digital? Ich weiß es nicht. Okay, dann kann ich es nicht. Ich kann bisher nur mit Logic Analyzern. Also das ist so, ja. Jedes Projekt was Neues. Jetzt hast du den Logic Analyzer, als nächstes wäre dann analog dran. Ja, okay, pass auf. Ja. Ich habe da erstmal noch ein Buspanel zu machen. Dann gibt es noch diese Flipdot-Anzeige. Dann gibt es da noch so einen kleinen Modularsynthesizer, wo steht, da müssen noch ein paar Bugs gefixt werden. Dann gibt es irgendwie noch so 5 Module, die noch gebaut werden müssen. Dann wollte ich noch ein Rednerpult bauen, das MAME-Kabinett. Und dann kann ich mich vielleicht um den Roboter kümmern. Das ist eine kurze To-Do-Liste. Ja, die lange gibt es halt nur als Hardcopy, weil die wäre zu langsam vorlesen. Okay, danke auch.